Zunächst einmal bin ich Apotheker und das schon über 25 Jahre und kenne von dem her die Schulmedizin in- und auswendig. Hier sind meine Wurzeln und hier habe ich die Naturheilkunde von der Pike auf kennengelernt. Und natürlich arbeite ich seit über 15 Jahren sehr gern in meiner eigenen Naturheilkundepraxis. Ich arbeite mit den Verfahren der Akupunktur, arbeite sehr, sehr gerne in der Zwischenzeit mit den modernen Verfahren der Bioresonanz, die ich ebenfalls seit über 15 Jahren kenne und seit über 3 Jahren jetzt aktiv hier in der Praxis mit sehr viel Erfolg ansetze. Meine langjährige Erfahrung als Apotheker und als Heilpraktiker wirken sich natürlich auch im Einsatz der Medikamente aus. So kenne ich natürlich die klassischen schulmedizinischen Präparate und weiß ihren Wert sehr wohl zu schätzen. Aber ich kenne eben auch ihre Grenzen und ich kenne eben auch ihre Nebenwirkungen. Als naturheilkundlich orientierter Apotheker habe ich fast 20 Jahre lang Homöopathie selbst hergestellt. Daraus resultiert ein sehr fundiertes Wissen aus der Homöopathie. Und ich setze gerne unterstützend in meiner Praxis Homöopathie ein. Dazu kommen Verfahren, die ich mit den Händen verwende, das heißt zum Beispiel chiropraktische Techniken aus der chinesischen Medizin, die Tui Na, oder aus unserem süddeutschen Raum bekannt als Dorntherapie. Und ich wende seit nunmehr bald 10 Jahren mit sehr, sehr viel Erfolg die Techniken der Kinesio-Taping-Technik an. Kinesio-Tapes kann ich am einfachsten erklären als diese modernen Bänder, die bei mir selten bunt sind, sondern meistens hautfarben aus verschiedenen Gründen, aber die nach den Prinzipien moderner Akupunktur und traditioneller Akupunktur angewandt werden. Das unterscheidet es ein bisschen von der Kinesio-Taping-Technik, die heute in Physiotherapiekreisen und in Orthopädiekreisen gelehrt wird. Und kommt dem ursprünglichen Erfinder, nämlich einem japanischen Akupunkteur, der in den USA diese Technik zur Marktreife entwickelt hat, sehr entgegen. Ich liebe Kinesio-Tapes, sie verlängern die Wirkung der Therapie hier aus der Seit über 10 Jahren Praxis. habe ich, ausgehend von der Akupunktur und taoistischen Lehrern, mehr und mehr Kontakt zum Schamanismus gefunden. Meine Liebe zum Schamanismus geht so weit, dass ich mir sogar ein eigenes Meditationshaus gebaut habe. Ich habe hier regelmäßig meine Meditationen. Es ist ein Raum voller Inspiration, voller Energie. Jetzt hoffe ich, ich habe dir ganz viel von mir erzählt und ein bisschen die Angst davor genommen. Was ist denn das für einer? Was macht denn der so? Und ich freue mich über einen regen Austausch irgendwann hier in meiner Praxis, hier in meiner Erdjurte und wenn es sein soll, gerne auch irgendwo draußen in der Natur.